So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute eine Runde Fish and Flips. Das ist ein Spiel, das schon älter ist. Mir ist es aber jetzt erst auf der BerlinCon 2023 aufgefallen, ins Auge gefallen. Da bin ich vorbeigelaufen an dem Stand. Da hat mir das der Autor, der Kevin Loon, hat er uns das erklärt. Wir waren zu zweit. Dann haben wir das angefangen zu spielen, im Stehen noch. Und das hat sich dann ein bisschen entwickelt, das Spielchen, und hat richtig Laune gemacht. War witzig. Und dann habe ich es mir direkt mitgenommen für ein paar Euro. Ist gar nicht so teuer. Das ist eine deutsche Ausgabe von Helvetic und Gaia Games. Die scheint aber neuerer Druck zu sein. Im Internet findet sich noch eine ältere Version der Anleitung. Die Anleitung ist rein deutsch. Die Karten sind französisch, deutsch, englisch beschriftet, wenn sie beschriftet sind. Alles andere ist sprachneutral. Jetzt lüge ich. Nee, die Rückseite dieser Fähigkeitenkarten ist nicht sprachneutral, aber französisch, deutsch, englisch, alles dabei. Okay. Worum geht's? Wir spielen Meeresschützer, was ja an sich auch sehr lobenswert ist. Dazu gibt es auch in der Anleitung und auf der Webseite ein paar Informationen über Meeresschutz und so weiter. Da engagieren sich die Autoren auch etwas für. Und wir wollen vom Fischerboot, da gibt es ein Fischerboot, das hat ein großes Schleppnetz ausgeworfen und da ist Beifang drin und den wollen wir befreien. Es geht nicht um den normalen Speisefisch, den das Fischerboot auch haben soll, aber es geht um die ganzen Beifangtiere. Wir haben insgesamt, nehmen wir das mal kurz beiseite, 8 verschiedene Tierarten in allen möglichen, von 4 Farben. Jedes Tier kommt also auch in mehreren Arten vor. Wir haben den Wal, die Qualle, die Schildkröte, den Rochen, den Delfin, den Schwertfisch, den Hai und den Oktopus. Und ich habe uns für heute, für unser jetziges Spielchen, mal den Delfin, Schwertfisch und Hai und Oktopus rausgesucht. So, dazu gibt es jeweils 10, beziehungsweise vom Hai, glaube ich, 9 Karten. Die habe ich hier alle schon mal zusammengemischt, denn das Mischen ist jetzt keine kleine Aufgabe, wenn die alle vorher sortiert sein müssten. Und dazu kommen laut Anleitung für das normale erste Spiel 4 sogenannte Müllkarten, und zwar vom einfachen Plastikmüll. Es gibt auch noch Metallmüll und es gibt Öl für Umweltverschmutzung. Und diese Karten spielen in den höheren Leveln, wenn man auch die Kampagne spielt zum Beispiel, auch eine wesentliche Rolle. Zu der Kampagne komme ich gleich. Das Spiel ist für 1 bis 4 Personen gedacht. Wir können es aber auch in Teams spielen, von zum Beispiel Teams 2 Personen. Dann sitzen da 2 bis 8 Personen dran und überlegen, was sie dann am besten machen können. Im Solo-Modus, und das findet sich nicht in der Anleitung, sondern das findet sich nur im Download-Bereich von Gaia Games, nicht auf der Webseite vom Spiel selber, sondern nur im Download-Bereich. Da gibt es die Kampagne und dazu die Erklärung des Solo-Modus, spielt mit 4 Aktionskarten. Das reicht als Aussage aus, um jetzt spielen zu können. Die Kampagne selber, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Unser Job ist es jetzt also, nachdem ich hier alles gemischt habe, diese Tiere aus einem Netz zu befreien, und das Netz legen wir im Prinzip auch aus, und natürlich kommen in jeder Runde neue Tiere hinzu, aber jedes der 4 Tiere hat eine eigene Spezialfähigkeit. Zum Beispiel kann der Delfin, wenn man ihn umdreht, wann das passiert, sehen wir gleich, dafür sorgen, dass auch eine benachbarte Karte umgedreht werden kann. Wenn wir den Schwertfisch nutzen, wenn du eine Gruppe von Schwertfischen befreist, befreie auch eine benachbarte Karte. Das könnte also auch genutzt werden, um Müll zu entfernen. Der Hai, wenn er umgedreht wird, dann kann er befreit werden, auch wenn er alleine ist. Das sagt euch jetzt noch nichts, kommen wir gleich zu. Und der Tintenfisch, wenn man den umdreht, dann kann man eine beliebige Karte derselben Farbe irgendwo im Netz umdrehen. Und das gucken wir uns jetzt an, was das alles heißt. Denn nachdem wir gemischt haben, das Boot legen wir mal hier oben hin. Seht ihr das noch? Gerade so. Wenn wir gemischt haben, legen wir ein Startnetz aus. 1, 2, 3 Zeilen und in 4 Spalten. So. Und ganz wichtig, von den Tierfähigkeiten gilt für uns nur eine. Das heißt, wir ziehen eine, die können wir nutzen, die anderen 3 Tierfähigkeiten können wir nicht nutzen. Das sorgt für Spannung im Spiel. Und wir haben den Delfin gezogen,
Und das heißt, wenn wir einen Delfin umdrehen, dann können wir auch eine Karte nebendran umdrehen. Gut, wir schauen, was das bedeutet. Und bevor wir jetzt loslegen und ich euch alles im Detail erkläre, starte ich nochmal mit 4 Aktionskarten, wie es im Solospiel gerade auch genannt wurde. Also nicht verwechseln, hier oben die Tierkarten im Netz, das darf bis zu 6 Reihen hoch werden. Sollten wir ein siebtes Tier in die siebte Reihe legen müssen, ein Tier in die siebte Reihe legen müssen, haben wir sofort verloren. Okay, was geht, was ist angesagt? Wir dürfen immer dann Tiere befreien aus dem Schleppnetz, aus diesem großen Netz des Kutters, wenn diese Tiere erstens nebeneinander liegen, und zwar orthogonal nebeneinander, und zweitens, wenn sie in die gleiche Richtung schwimmen. Die Farbe der Tiere hat damit nichts zu tun. Will sagen, hier liegen Delfine und Schwertfische und da oben 2 Tintenfische, 2 Kraken. Die liegen alle nicht orthogonal nebeneinander, bis auf die beiden Kraken. Und die gucken in sehr unterschiedliche Richtungen. Jetzt schauen wir mal, was wir tun können, denn was wir tun können, sagen uns diese Aktionskarten. Diese Karte hier sagt uns, dass wir alle Karten einer einzigen Farbe, und die können wir uns dann aussuchen. Das hier ist ein dunkles Lila, ein Blau, ein helleres Blau und ein Türkis. Wir können alle Karten einer einzigen Farbe umdrehen. Und dann können wir gucken, was sich daraus bildet. Diese Karte sagt uns, dass wir eine Zeile, welche davon können wir uns aussuchen, umdrehen dürfen. Diese Karte sagt uns, dass wir 2 verschiedene Karten, die benachbart sind, miteinander vertauschen dürfen. Und diese Karte sagt uns, dass wir eine beliebige Karte einfach befreien dürfen. Das Tier befreien heißt eben aus diesem Netz herausnehmen und zur Seite legen. Unser Ziel ist es, den gesamten Stapel loszuwerden, denn nach jeder Aktion, die wir machen, ziehe ich eine neue Aktionskarte, aber es kommen auch 4 Tiere nach, von oben. Und wie eben gesagt, wenn wir ein Tier in die siebte Reihe legen, haben wir verloren. Oder wenn wir, das ist die einzige Niederlagenbedingung, genau. Ja, ist die einzige Niederlagenbedingung. Und gewinnen können wir eigentlich immer dann, wenn wir der Stapel durch ist und wir dabei nicht verloren haben. Und dann haben wir noch 2 Züge, um zu schauen, ob wir noch mehr Tiere befreien können, ob so wenig wie möglich Tiere runterkommen können. Okay, was habe ich noch gehabt? Das habe ich euch beschrieben. Die anderen Aktionen beschreibe ich euch, wenn sie dann kommen. Und der Müll blockiert uns natürlich, das ist klar. Der Schwertfisch hätte uns die Möglichkeit gegeben, benachbarte Karten zu befreien. Das wäre die einzige Möglichkeit, um Müll zu befreien. Haben wir nicht dabei, wir haben nur den Delfin als Fähigkeit. Aber wir haben 4 Aktionsmöglichkeiten. Was schauen wir mal, was wir damit machen können. Wir könnten zum Beispiel, ja, das ist eine Idee, 2 Karten vertauschen, und zwar diese beiden hier in der Mitte. Jetzt gehe ich von diesen beiden Karten aus, die habe ich aktiviert. Und bei aktivierten Karten kann ich jetzt gucken, bilden sie irgendwo einen Schwarm, eine Gruppe von Tieren. Hier in diesem Falle die Schwertfische, jawohl, tun sie. Dann kann ich diesen Schwarm befreien. Und hier der Delfin, den ich ja bewegt habe, der ja aktiviert wurde, bildet jetzt auch einen Schwarm. Das sind eigentlich 3 Delfine, aber nur die 2 gucken in die gleiche Richtung. Also kann ich den befreien. So. Tja, und nun passiert nichts weiter, denn ich habe jetzt keinen benachbarten Schwarm von Tieren, die in die gleiche Richtung gucken und gleicher Art sind. Also sinken alle anderen Karten nach unten. Ich habe diese Aktion ausgeführt, die kommt zur Seite. Und jetzt kommen von oben 4 neue Karten, in jede Spalte eine. Jetzt gucken die 2 Delfine zwar in die gleiche Richtung, aber die habe ich ja noch nicht aktiviert, also kann ich die noch nicht befreien. So, ich ziehe eine neue Aktionskarte. Okay. Wir müssen mal so langsam dran denken, auch in dieser oder dieser Spalte Tiere zu befreien. Das wird mit dem Schwertfisch hier schwierig. Genauso wie mit dem. Auch der Delfin liegt alleine, aber ich kann nichts tauschen. Ich habe keine Tauschaktion.
Was ich machen kann, ist, ich kann eine Reihe umdrehen, nämlich diese gesamte Reihe. Und auch die Müllkarte, wobei das keinen Effekt hat. So, was jetzt passiert ist, jetzt habe ich den Schwertfisch aktiviert, der hat aber keinen Nachbarn. Die beiden Delfine sind aktiviert, der aber auch. Und, was auch wichtig ist zu wissen, ich habe jetzt Delfine umgedreht, nämlich diese beiden. Ich kann jetzt auch benachbarte Karten umdrehen. Das mache ich mal vorbeugend von diesem Delfin die benachbarte Karte, nehme ich mal den Tintenfisch, nicht den Schwertfisch. Und von diesem Delfin brauche ich das nicht. Den Müll will ich nicht umdrehen, den auch nicht. Und jetzt kann ich gucken, die bilden einen Schwarm mit diesem Tintenfisch, mit diesem Delfin. Das heißt, ich kann diese drei Delfine befreien. Das war auch eine gelungene Aktion, aber hier wachsen natürlich die Spalten. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Zeile geht noch. Ein Tier kommt nach oben drauf. Heißt aber, ich muss jetzt hier links was tun oder hier rechts was tun und dann in der nächsten Runde hier auf der jeweils anderen Seite. Also ziehen wir eine neue Aktionskarte. Können jetzt zwei benachbarte Karten tauschen. Das machen wir mit diesen beiden Haien, die tauschen wir aus. Das hat nur den Effekt, dass die beiden trotzdem noch einen Schwarm bilden und ich sie befreien kann. Und jetzt kommen wieder Karten von hier oben drauf. Das ist übrigens ein voll kooperatives Spiel, das spielt man nicht gegeneinander, man will gemeinsam das Meer beschützen und Beifangfische retten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier müssen wir was tun und das kriegen wir, glaube ich, auch hin. Was kann ich tun? Ich kann alle Karten einer Farbe umdrehen. Das bringt mir nichts. Ich kann eine Karte umdrehen. Das bringt mir auch nichts. Wieder alle Karten einer Farbe. Und hier kann ich ein Tier befreien. Ich glaube, das muss ich tun, denn nur dann kann ich hier einen Schwarm, also sprich ein Tier befreien erst einmal. Das machen wir, befreien mit dem Loch im Netz diesen Schwertfisch. Der kommt hier rüber. Was anderes geht nicht. Übrigens würde sich jetzt auch nach dem Absinken ein Ketteneffekt bilden, wenn die beiden Kraken in die gleiche Richtung schauen würden. Dann könnten wir sie befreien, aber das tun sie in diesem Falle nicht, aber die beiden Haie tun es. Also können wir auch die beiden befreien. Und jetzt erst können wir nichts mehr weiter reduzieren. Wir ziehen also eine neue Aktionskarte und legen 1, 2, 3, 4 Fische nach. Und dann geht's weiter. Alle Karten einer Farbe. Mit den beiden komme ich nicht so gut klar. Und hier stören natürlich die beiden Müllkarten. Aber ich nehme einfach mal das hier und drehe eine Karte um, den Oktopus. Das heißt, die drei bilden einen Schwarm. Das sinkt alles ab. Die beiden Delfine bilden einen Schwarm. Das sinkt alles ab. Und das war's. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir müssen hier was tun. Und eine neue Aktionskarte. Tja, was soll ich sagen? Jetzt verlieren wir das Spiel, glaube ich. Lass uns das mal schauen. Wir könnten jetzt Karten umdrehen. Den Delfin zum Beispiel könnten wir umdrehen mit dieser Farbe. Dann würden wir auch den umdrehen können. Aber es bildet sich kein Schwarm aus Tieren gleicher Art, die in die gleiche Richtung schauen. Das haben wir hier auch das Problem.
Wir können auch nichts hintauschen, sodass daneben ein Schwertfisch zum Beispiel zu liegen käme. Das geht auch nicht. Hier sind zwei Müllkarten, das heißt, wir kriegen die beiden Schwertfische auch nicht nebeneinander gelegt. Boah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich denke, wir werden jetzt das Spielchen verlieren. Denn ich sehe keine Chance. Vielleicht bin ich blind. Nochmal kurz abchecken. Ich kann drehen eine Farbe. Ändert nichts daran. Dann kommen die Haie vielleicht weg. Aber das sorgt immer noch nicht dafür, dass hier ein Schwarm gebildet wird oder dort. Und dann kommt gleich eine weitere Karte oben drauf. Ich kann eine Reihe umdrehen. Ich mache das mal, aber wir werden verlieren. Wir werden. Und das harmlose Artwork entpuppt sich plötzlich als sehr kniffliges Spiel. Wir haben jetzt diese Karten umgedreht. Damit haben wir einen Delfin umgedreht, nutzen dessen Fähigkeit, eine benachbarte Karte umzudrehen. Das machen wir mit dem Hai. So, jetzt haben wir alles gedreht, was gedreht und getauscht werden konnte. Jetzt bilden die beiden Jungs einen Schwarm. Die können wir befreien. Das sackt alles ab. Die beiden bilden einen Schwarm und gucken auch noch in die gleiche Richtung. Sackt auch ab, aber hier sind wir immer noch nicht weitergekommen. Will sagen, ich kann zwar jetzt eine neue Aktionskarte spielen. Was hat der Wal hier zu suchen? Der gehört da gar nicht hin. 1, 2, 3, 4. Und wir haben verloren, weil wir oben über den Netzrand hinaus Beifang bekommen. So schnell kann es gehen. Es ist tatsächlich also in wenigen Minuten gespielt. Und ja, das ist etwas, was wir nicht beeinflussen konnten. Und weil es so schnell ging, werde ich jetzt tatsächlich noch mal einen zweiten Versuch machen mit euch gemeinsam. Und wir werden mal schauen, ob wir das diesmal gelöst kriegen. Wir werden also diese Karten wieder irgendwie mischen. Wir bleiben bei der Konstellation. Das macht es etwas einfacher. Vielleicht ziehen wir eine andere Fischfähigkeit. Und hier gilt wirklich gründlich mischen. Okay, so. Dann ziehen wir eine neue Fischfähigkeit und haben diesmal den Schwertfisch. Wenn wir da einen Schwertfisch umdrehen, wenn ich eine Gruppe von Schwertfischen befreie, so, wenn ich eine Schwertfischgruppe befreie, dann kann ich auch benachbarte Karten befreien. Und das kann ein Meerestier sein, ein einzelliegendes vielleicht, oder Müll. Okay, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gut, sollten jetzt am Anfang, wie gesagt, Tiere in die gleiche Richtung schauen, gleicher Art, dann hilft uns das nicht, denn wir haben die Tiere noch nicht aktiviert. Meine Aktionskarten liegen hier, hole ich mir neue, mische mal einmal durch. Hier bieten sich jetzt natürlich durchaus Chancen, wie man sieht. Zum Beispiel dafür sorgen, dass der Delfin sich dreht, dann können die drei weg, dann rutschen die Haie runter, dann bilden die einen Schwarm. Das wäre etwas. Wir haben das Spiel auch in Berlin, auf der BerlinCon zu fünft, dann an einem der größeren Spieltische gespielt und hatten dabei auch sehr viel Spaß. Und es haben sich auch zwei andere Personen dieses Kreises dieses Spiel dann auch gekauft im Anschluss. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Schöne Grüße an die Runde. Diejenigen wissen, wer gemeint ist. Okay, ich kann eine Spalte komplett drehen, eine Zeile komplett drehen oder eine einzelne Karte. So, was hatte ich eben gesagt? Wir können natürlich auch. Nur es reicht, eine Karte zu drehen. Den Delfin, die drei Delfine gehören zusammen. Kann ich befreien.
Das sinkt ab, wird damit aktiviert, bildet einen Schwarm mit diesem dritten Hai. Jetzt haben wir 5 Tiere befreit und in der Regel steht, wenn man 5 Tiere befreit, soll man sich freuen und ganz laut Fischen Flip rufen. Macht das mal in Berlin, während der Berlin-Con, dann fallt ihr auf. So. Oh. Okay. Was passiert denn, wenn wir... Schade, dass die Tintenfische nicht in die Kraken nicht in die gleiche Richtung gucken. Und vertauschen können wir nichts. Aber wir drehen den einen Schwertfisch, befreien damit diese 3 und können auch, weil wir ja die Schwertfischfähigkeit haben, eine benachbarte Karte befreien. Und dann nehmen wir diesen einsamen Delfin hier. Dann sinkt der Krake ab. Der kommt. Noch ein Delfin und noch ein Kraken. Meine Güte, heute haben wir die Krakenwoche. So. Die gucken doch schon alle in die gleiche Richtung. Müssten den hier drehen. Und dann können wir die 4 befreien. Das wäre doch eine Lösung. Alternativ könnten wir den raushauen, zum Beispiel mit dem Netz. Oder umdrehen. Ich glaube, die 4 befreien ist am sinnvollsten, oder? Hier liegen aber schon 4 Karten. Wir nehmen mal das Fischernetz. Das schneiden ein Loch rein und befreien diesen Kraken. Dadurch sinkt der, wird aktiviert, bildet mit dem einen Schwarm und die 3 gehen flöten. Hier kommt eine neue Karte her. Das, das, das und das. Haben wir. Und jetzt könnten wir... Ja. Jetzt drehen wir eine ganze Zeile um. Das ist die unterste. Dadurch bilden sich die 2 zu einer Gruppe. Die können wir befreien. Und die 4 hier. Ups, jetzt habe ich die 2 Haie hier drauf gelegt. Das gehört natürlich nicht so. Dadurch sinken die alle ab. Wir liegen gerade sehr gut da. Sind insgesamt für jede Tierart jeweils 10 Karten. Ausnahme sind die Haie, da sind es 9 Karten. Wir spielen mit 4 Tierarten, da sind die Haie bei, macht 39 Karten. 4 Müllkarten, 45. Na Quatsch, 39, 43. 1, 2, 3, 4. Das heißt, das Spiel geht auch relativ schnell. Habt ihr ja eben schon gesehen, wie schnell man verlieren kann. Mal gucken, ob wir es durchhalten bis zum Sieg. So, wir können 2 benachbarte Karten vertauschen. Bringt uns das was? In keinem Falle. Nee, das bringt uns da tatsächlich wenig. Aber auch das Drehen bringt wenig. Dann bringt uns das Tauschen noch am meisten. Wir tauschen mal diesen Müll hier hoch. Nehmen hier eine neue Karte und müssen jetzt 1, 2, 3, 4... Falls man Probleme bekommt bei diesen Tieren, ist das jetzt einfach, aber es gibt bei der Qualle zum Beispiel auch immer gerne mal Missverständnisse. Die Blasen haben immer nach oben rechts zu zeigen. Beim Anlegen der Tiere. So. Jetzt haben wir... Oh, hier sind 3 Delfine, die die gleiche Richtung gucken. Wir müssen sie nur aktiviert kriegen. Wenn ich den... befreien oder drehen könnte. Das machen wir, indem wir... aber den nicht. Das heißt, die Spalte. Wir drehen die Spalte. 1, 2, 3, 4. Dadurch haben wir die beiden gruppiert, können die befreien,
können eine benachbarte Karte befreien. Und das tun wir mit dieser Karte, mit dem Müll. Die kommt auch endlich mal raus. Jetzt sinken die ab, dadurch werden sie aktiviert. Und dadurch sind die drei Delfine wieder aktiv und können ebenfalls als Schwarm befreit werden. Und wir legen wieder nach. So, die Schwertfische gucken in die falsche Richtung. Hier haben wir eine neue Aktionskarte, die heißt zwei benachbarte Karten, orthogonal benachbart, vertauschen und beide umdrehen. Genau das tun wir. Genau das tun wir. Beide umdrehen, das machen wir mit diesen beiden hier. Drehen sie beide um, vertauschen sie beide. Dadurch haben wir diese Delfine gruppiert und die beiden Haie gruppiert. Neue Aktion. 1, 2, 3, 4. Wir kommen dem Ende entgegen. Wir legen noch einmal nach. Das heißt, wir können nicht mehr verlieren. Das ist schon mal gut. Wir haben das Spiel auf jeden Fall gewonnen. Aber wir wollen es ja, wir wollen ja auch aufräumen, wie man so schön sagt. Wenn ich so ein Quadrat an Karten umdrehe, dann darf ich mir das aussuchen. Das dürfen auch leere Plätze sein. Aber es klappt leider nicht, beides umzudrehen. Ich müsste die beiden Karten drehen können. Das kann ich hier nicht. Jetzt bräuchte ich diese Aktionskarte. Die habe ich nicht. Dann könnte, nee, vertauschen bringen möchte ich sie auch nicht. Was hilft es? Ich werde das Quadrat umdrehen und dabei diese beiden Karten und diese beiden nicht vorhandenen Karten umdrehen. Dadurch habe ich die beiden Schwertfische und kann jetzt auch eine benachbarte Karte befreien. Und das mache ich mal mit dem Hai. Denn hier bei den Kraken sehe ich noch Chancen. Okay. Hier kommt noch ein Schwertfisch, noch ein Hai, noch ein Delfin. Und jetzt haben wir noch zwei Züge. Das heißt, wir können jetzt noch zweimal versuchen, eine dieser Aktionen zu benutzen. Ja, viel geht nicht mehr, aber zwei, drei Tiere kriegen wir noch raus, denke ich. Gucken wir mal. Also, ich werde ein Quadrat an Karten umdrehen. Das ist diese beiden und diese beiden. Dadurch gucken die beiden Kraken in die gleiche Richtung. Dann sinken die beiden ab und weiter passiert nichts. Tja, und jetzt habe ich keine benachbarten Tiere mehr und kann auch keine mehr durch Tauschen zu Nachbarn machen. Durch orthogonales Tauschen. Ich habe hier noch drei Schwertfische und dann drei einzelne Tiere. Und die Schwertfische liegen zu weit auseinander, um sie zu kombinieren. Das heißt, jetzt bringt es nicht mehr viel. Jetzt kann ich noch ein einzelnes Tier befreien. Nehmen wir den Delfin. So, und damit haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Tiere übrig. Und haben das Spiel gewonnen. Ganz genau. Ja, so viel zu einer Partie Fisch und Flips. Aber bevor wir das Video beenden, das Spiel geht, wie gesagt, für ein bis vier Leute. Im Solo-Modus habt ihr das gerade gesehen. Im Mehrspieler-Modus bekommt jeder Spieler eine dieser Tierfähigkeiten. Der zieht sie zufällig aus den Tieren, die man ausgewählt hatte. Eine normale Partie für ein bis vier Leute wird immer mit vier Tierarten gespielt. Und wem das nicht ausreicht, der kann im Download-Bereich bei Gaia Games nach der Kampagne gucken und sich diese Seiten ausdrucken. Das erklärt einmal den Solo-Modus mit vier Aktionskarten, habt ihr gerade gesehen. Und da sind, Print-and-Play-mäßig habe ich mir die jetzt nur ganz einfach auf dünnes Papier ausgedruckt, Aufgaben 1 bis, ich glaube, 9, Aufgabe 8 sehe ich hier. Ich meine, es gäbe auch irgendwo eine Aufgabe 9. Nein, 8 Aufgaben sind es. Habe ich mich verguckt? Ah, da ist noch eine Bonusaufgabe dazwischen. Genau.
Also ist das doch ein 9. Die sind ansteigender Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad 1 Stern, 2 Sterne und so weiter und so fort. Das wächst, bis man auch zu 5 Spalten spielt mit der Bonusaufgabe, verschiedene Kartenanzahlen von Müll, fest vorgegebene Tierarten bekommt und jeweils Sonderaufgaben, die man dann zu erfüllen hat. In der ersten Aufgabe zum Beispiel bekommen wir Schwertfisch, Delfin, Hai und Kraken, also das Kartenset, was wir hier gerade haben. Da sind aber nur die Fähigkeiten des Hai aktiv. Und das heißt, dass wenn man einen Hai umdreht, ihn auch befreien kann, wenn er alleine ist und nicht in der Gruppe. Und die Sonderaufgabe ist, auch alle Haie wirklich zu retten. Sprich, am Ende des Spiels erstens nicht verloren zu haben und zweitens alle Haie aus dem Netz zu haben. Und das geht weiter mit steigenden Anzahlen von Müll. Wir haben erst Plastikmüll, dann haben wir 6 Plastikmüllkarten, dann haben wir auch mal 4 Plastikmüll und 3 Metallmüll. Dann haben wir Plastikmüll und Öl, das kann man gar nicht mehr befreien, das Öl bleibt einfach da. Und hier haben wir zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Tiere in 5 Spalten. Zweimal Metall, zweimal Öl und die Sonderaufgabe, es gibt keine. Wenn ihr das Spiel erfolgreich abschließt, gratulieren wir euch. Ihr habt die Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, die Aufgabe 8 ist tatsächlich die letzte. Das heißt, das Spiel gilt es nur zu überstehen, sprich nicht in die siebte Reihe zu kommen. Und dann gibt es aber noch eine Bonusaufgabe, auch höchster Schwierigkeitsgrad. Die Spalte ganz links und die Spalte ganz rechts gelten als zusammengehörig, das heißt, oder als benachbart. Das heißt, da kann man dann bei Gruppenaktionen auch schauen, dass man über die jeweilige Grenze nach links und rechts wieder auf der anderen Seite zusammenarbeitet. Auch spannend. Das habe ich aber jetzt erst bis, ich glaube, Aufgabe 2 gespielt. Da muss ich noch weitermachen. Und das findet ihr bei Gaia Games, wie gesagt, im Download-Bereich. Okay, ja, die Tiere, da könnte ich euch noch vielleicht was zeigen. Die Tierfähigkeiten sind durchaus unterschiedlich. Ihr habt jetzt gesehen, den Delfin, dass man eine benachbarte Karte umdrehen kann, den Schwertfisch, dass man, wenn man ihn befreit, eine benachbarte Karte befreien kann. Ihr habt gesehen den Hai, seine Fähigkeit ist es, dass man ihn auch befreien kann, wenn er allein ist, nachdem man ihn einmal umgedreht hat. Beim Tintenfisch ist es anders, wenn du einen Tintenfisch umdrehst, drehe eine beliebige andere Karte derselben Farbe um. Da kann die Farbe also durchaus eine Rolle spielen. Die darf aber auch irgendwo im Netz sein, die muss nicht irgendwo anders sein. Und dann gibt es die nette kleine Wasserschildkröte. Wenn ich eine Schildkröte umdrehe, dann kann ich sie horizontal um ein Feld in die Richtung, in die sie dann schaut, bewegen. Also mit der Karte vertauschen, die daneben liegt. Bei der Qualle funktioniert das so ähnlich, nur nicht nach links und rechts horizontal, sondern vertikal rauf und runter. Der Wal, wenn ich ihn umdrehe, verschiebe ich ihn nach ganz unten in der Spalte. Der sorgt dafür, dass die anderen Karten eine Zeile hochkommen. Und der Rochen, wenn ich eine Gruppe von Rochen befreie, lasse ich andere Robben aus der gleichen Spalte und oder Reihe frei, wenn sie in die gleiche Richtung schwimmen. Da können also dann noch Karten dazwischen liegen. Kann also auch sehr hilfreich sein. Ja, und so stellt man sich dann seine Kombination aus 4 Tieren, normalerweise 4 Tierarten zusammen mit entsprechenden Müllkarten. Wenn man das Spiel schwieriger gestalten will, nimmt man mehr Müll rein, bis zu 6 Plastikmüll zum Beispiel. Und da kann man also eine Menge Variabilität reinbringen. Wie gesagt, wir hatten in der Gruppe von 5 Leuten viel Spaß damit, haben das tatsächlich nicht zu 4, sondern zu 5 gespielt und damit 5 Tierarten. Hat auch wunderbar funktioniert. Kleines Experiment. Und ja, kleines Gute-Laune-Spiel, nichts Großartiges, nichts super Kompliziertes, kann aber knifflig werden, wie ihr eben gesehen habt. Man kann es gewinnen, man kann es verlieren. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.